Der junge Mann ging auf Omar ibn al-Abdulaziz zu und sagte, du bist der Emir der Muslime? Der Kalif Omar antwortete ihm, ja, das bin ich. Wie kann ich dir helfen? Der junge Mann erzählte dann seine Geschichte. Die Priester von Samarkand schickten mich und sagten mir, dass es in euren Überlieferungen steht, dass wenn ihr ein Land erobert, die Bevölkerung vorher vor die Wahl stellt, eine von drei Möglichkeiten zu wählen. Entweder den Islam anzunehmen oder die Jizya zu zahlen. Und wenn sie beide Möglichkeiten ablehnen, haben sie sich für den Kampf entschieden. Der Kalif sagte, ja, das ist unser Gebot. Und jedes Land hat das Recht, zwischen diesen drei Möglichkeiten zu wählen. Der junge Mann fragte ihn dann, ist es bei euch üblich, den Angriff mit einem Überraschungsangriff zu beginnen? Der Kalif antwortete, es ist nicht unsere Art, dies zu tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dies nicht zu tun. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns verboten, ungerecht zu sein. Der junge Mann sagte, Qutaiba ibn Muslim hat nicht getan, was du sagst, und seine Armee hat uns überraschend angegriffen. Als der Kalif hörte, dass Qutaiba den Bewohnern nicht die Bedingungen stellte, beschloss er, den Gouverneur von Samarkand zu schreiben, um sich seine Seite der Geschichte anzuhören. Er schrieb ein paar Zeilen, welche das Unrecht beseitigen sollten, und befahl dem jungen Mann, sie dem Gouverneur von Samarkand zu überbringen. Der junge Mann kehrte von Damaskus nach Samarkand zurück und wunderte sich darüber, was ein Stück Papier im Angesicht der Schwerter von Qutaiba ibn Muslim bewirken sollte. Als er in Samarkand ankam, gab er den Brief den Priestern, die ihm im Gegenzug sagten, bring ihn zu dem Gouverneur, damit er tut, was darin steht. Der junge Mann ging zum Gouverneur und übergab ihm den Brief. Der Gouverneur war überrascht, als er das Siegel des Kalifen auf dem Brief bemerkte. Er las den Brief mit folgendem Inhalt. An den Gouverneur von Samarkand. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ernenne einen Richter, der zwischen den Priestern von Samarkand und Qutaiba ibn Muslim urteilen soll. Setze dich an die Stelle von Qutaiba. Er ernannte eiligst einen Richter. Der Richter wählte einen Tag für ein Treffen in der Moschee aus und ordnete den Priestern an, beim Treffen anwesend zu sein. Qutaiba hatte zu diesem Zeitpunkt mit seiner Armee China erreicht und setzte seine Eroberung für den Islam fort. Doch der Richter befahl ihm, zurückzukehren, und er kehrte nach 2 Tagen zurück. Qutaiba betrat die Moschee, legte sein Schwert ab und zog seine Schuhe aus. Der Richter befahl ihm, sich neben seinen Gegner zu setzen. Der Priester stand auf und sagte, Qutaiba ibn Muslim betrat unser Land, ohne uns zu warnen. Er hat uns weder gewarnt, noch hat er uns vor die Wahl gestellt, zum Islam überzutreten, die Jizya zu zahlen oder Krieg zu führen. Stattdessen griff er uns ohne Vorwarnung an. Der Richter wandte sich an den Befehlshaber Qutaiba ibn Muslim und fragte ihn, was sagst du zu dieser Klage? Qutaiba sagte, Krieg ist List. Dieses Land ist ein großes Hindernis für uns und alle Länder, die wie dieses Land waren, haben sich dagegen gewehrt, Tribut zu zahlen und sie wollten nicht in den Islam eintreten. Hätten wir sie nun bekämpft, hätten sie mehr von uns getötet, als wir von ihnen getötet hätten. Und mit der Hilfe Allahs und der Überraschung haben wir die Muslime vor großem Schaden bewahrt. Ja, wir überraschten sie, aber wir retteten sie und ließen sie den Islam kennenlernen. Der Richter sagte, ja, Qutaiba, habt ihr sie zum Islam, zur Jizya oder zum Krieg eingeladen? Qutaiba erwiderte, nein, wir haben sie überrascht, wie ich dir bereits sagte. Der Richter sagte daraufhin, ja, Qutaiba, du hast gestanden und damit endet die Pflicht des Gerichts. O Qutaiba, Allah unterstützt dieses Volk nur durch die Religion und durch die Vermeidung von Verrat und der Schaffung von Gerechtigkeit. Wir sind für den Dschihad um Allahs Willen aus unseren Häusern gegangen. Wir sind nicht ausgezogen, um Länder zu erobern und sie ungerecht zu besetzen. Dann verkündete der Richter sein Urteil. Ich ordne an, dass alle Armeen der Muslime in diesem Land dieses Land verlassen und es seinen Bewohnern zurückgeben und ihnen die Möglichkeit geben, sich auf den Krieg vorzubereiten und sie dann vor die Wahl zwischen dem Islam, der Jizya oder den Krieg zu stellen. Wenn sie sich für den Krieg entscheiden, werden wir kämpfen. Die Muslime werden Samarkand ohne irgendetwas verlassen, so wie sie es betreten haben, und die Stadt ihren Bewohnern zurückgeben. Und das ist die Umsetzung von Allahs Gesetz. Daraufhin begannen die Muslime, die Stadt zu verlassen. Der Richter kam vor den Priestern heraus. Die Priester konnten nicht glauben, was sie da sahen. Die Einwohner von Samarkand beobachteten die Muslime so lange, bis sie alle aus der Stadt gingen. Der junge Priester sagte, was sie getan haben, beweist, dass ihre Religion die richtige ist. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt,
außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter ist. Danach folgten ihnen auch die Bewohner Samarkands darin. Und infolgedessen liefen sie zu den Muslimen und flehten sie an, zurückzukehren, um wieder mit den gerechten Gesetzen des Islams über sie zu herrschen. Dies ist die Geschichte der Eroberung Samarkands und eines gerechten Führers, welcher in die Geschichte einging. Dieses Ereignis führte dazu, dass die Menschen in Samarkand mit der Herrschaft des Islam und seiner Scharia zufrieden waren und infolgedessen in Scharen zum Islam übertraten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns solch einen gerechten Herrscher und Führer gewähren, wie es Umar ibn Abdul Aziz war. Allahumma amin.